Wunderkind? Mit diesem Mythos will David Garrett aufräumen. Seine ersten Stücke auf der Geige, unterrichtet vom Vater, schmerzen ihm heute in den Ohren. Er habe viel, viel harte Arbeit reingesteckt und Opfer gebracht, um dort zu stehen, wo er heute ist. Herz- und Panikattacken und ein Bandscheibenvorfall inklusive. In seiner Autobiografie, Wenn ihr wüsstet, packt der Stargeiger gnadenlos ehrlich aus, sagt aber: Heute weiß ich, dass alles richtig war, auch wenn vieles falsch war. Ja, schöner Satz. Wenn so viel Falsches, dass danach so viel Schönes dabei rauskommt, dann ist das doch wunderbar. David Garrett, hallo. Herzlich willkommen, Julia. Grüß dich. Abendschau. Hallo. Du hast beides mitgebracht, Gott sei Dank. Dein neues Buch und natürlich die Geige. Ja, wir sind ja ein Stück weit unzertrennlich, ne? Ja, Gott sei Dank. Wobei aktuell gibt es ja natürlich auch mehr zu sprechen über dein Buch. Du hast da wirklich sehr, sehr viel formuliert. Wir haben ganz tolle Bilder gesehen, jetzt auch schon im Einspieler von ganz früher. Ja. Vielleicht fangen wir da ganz klein schon mal an, wo du die Geige das erste Mal in der Hand hattest hier. Ja. In dem Moment, habe ich auch gelesen, hat es dir aber Spaß gemacht, oder? Dein Bruder und du, ihr musstet viel üben, aber so wirklich der erste Impuls, ich will das machen, war schon da? Es war eine große Leidenschaft für Musik da. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Musik gerne und vor allem klassische Musik gerne gehört, als ganz, ganz kleiner Junge. Und habe natürlich einfach so eine Affinität für Musik dadurch bekommen. Und die Geige war halt Mittel zum Zweck, um musizieren zu können. Und natürlich waren die Anfänge, wie man gerade auch sehr schön gehört hat, alles andere als schön. Aber da muss halt auch jeder durch. Also diesen Mythos Wunderkind, ich glaube, den wollte ich auch mal so ein bisschen relativieren. Ja, eben der wird einem dann ja so aufgedrückt, dieser Stempel. Ja, aber es ging natürlich nach diesen schwierigen Anfängen, die eben jeder hat, sehr schnell sehr weit bei dir. Wegen viel Arbeit natürlich, ne? Also ich habe jeden Tag bestimmt die 3-4 Stunden neben der Schule auch an der Geige verbracht. Und dementsprechend ging es in der Kombination natürlich mit Veranlagung. Also war schon ein bisschen Talent bei mir vorhanden, aber die Kombination hat es natürlich gemacht. Ja, es waren dann irgendwann 8 Stunden sogar üben, oder? Und dann hing der Haussegen schief, wenn es weniger war? Nee, nicht deswegen, aber es wäre auch gut gewesen, wenn es nur 3 Stunden ordentlich gewesen wären. Aber ich habe manche Sachen halt nicht so schnell hinbekommen, wie mein Papa sich das gewünscht hätte. Und dann wurden manchmal halt auch etwas längere Tage daraus, weil ich es einfach technisch oder musikalisch nicht hinbekommen habe. Und dann war das irgendwann wie eine Flucht, als du dann so mit 20 ungefähr nach New York gegangen bist? Kam mir viel dazwischen, aber irgendwann mal habe ich natürlich... Wir fliegen so ein bisschen durch natürlich, ja, aber ein bisschen den Inhalt... 5 CDs später, hunderte von ganzen Konzerten später, die ich sehr früh gespielt habe. Dann irgendwann mal mit 17, 18 natürlich schon der Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen, sich selber auch musikalisch zu verwirklichen und natürlich auch noch mal zu lernen. Ich hatte eine sehr klare, strukturierte Ausbildung, natürlich als Kind, in der Schule, Gymnasium, Abitur. Aber diese Ausbildung, diese musikalische Ausbildung für Komposition, für Harmonie und Counterpoint, für Kammermusik, Dirigentenkurse, das habe ich vermisst. Mhm. Und das habe ich dann in Anführungsstrichen etwas nachgeholt in New York. Mhm. Das klingt alles sehr straight. Ich kenne das auch von den Sportlern, eben ganz, ganz viel trainieren und wirklich ganz viele Sachen außen vor lassen und dann wirklich eine fundierte Ausbildung. Ja. So, und dann kam die wilde Zeit in New York, wo du viel nachgeholt hast, oder? Wir waren ja in derselben Zeit dort. Ja, haben wir gerade gesagt. Ja, Anfang der 2000er. Ja, also New York ist natürlich eine faszinierende Stadt. Von allen ist natürlich etwas da. Der Grund, New York zu machen, war natürlich 4 Jahre dort zu studieren mit einem großartigen Lehrer, großartigen Geiger Itzhak Perlmann. Aber natürlich nach dem Studium kam natürlich so ein bisschen die Zeit, wo ich gesagt habe, ich schaue mich auch mal so ein bisschen um, was gibt es hier zu tun. Aber natürlich immer mit Hintergedanken, dass natürlich dann auch noch mal karrieretechnisch viel zu tun war. Gerade nach dem Studium hatte ich ja nicht mehr einen Plattenvertrag, kein Management mehr. Ich musste echt so einen Neustart da wagen. Und finanziell sah es jetzt auch nicht so blendend bei mir aus. Und davon berichte ich natürlich auch. Und hast natürlich auch wilde Sachen dann erlebt, hast in Clubs gearbeitet teilweise. Als Promoter, auch. Ja. Und was war so das Verrückteste, was du da erlebt hast? Das Verrückteste war, dass ich abends in einem Club Bungalow 8, haben wir noch vorher drüber gesprochen. War ich auch mal drin? Ja, ich saß mit ein paar Freunden an einem Tisch und irgendwann mal kommt jemand mit einer Baseball-Cap zu uns an den Tisch, spricht mich an und sagt, is it okay if I sit, you know, with you guys?
Und hat mir so seinen Namen noch gesagt, hey, I'm Bruce, is it okay if I sit with you? Und irgendwo so nach ein paar Minuten gucke ich so rüber, Bruce Willis. Der hat dann aber später so einen polnischen gemacht. Und zwei von meinen Freundinnen waren dann auch irgendwie nicht mehr da. So polnisch. Verstehe. Ja, ist verrückt, also wenn man da teilweise über den Weg läuft. Ja. War lustige Zeit. Es ist wirklich cool. Genau über diesen Punkt oder über die Zeit in New York könnte ich noch Stunden sprechen. Das ist leider nicht möglich. Ja, vielleicht machen wir das nochmal wann anders. Aber da du hier natürlich mit hast und da du eigentlich im Sommer Konzerte in der Ukraine und in Russland geplant unter anderem, hattest, das ist natürlich jetzt in der aktuellen Zeit eine Sache, über die wir ganz kurz noch sprechen wollen. Wie geht ihr damit um aktuell? Ganz, ganz schwierig momentan. Also ich hoffe natürlich erstens, dass es eine schnelle diplomatische Lösung gibt. Das hoffen wir alle. Wir drücken alle die Daumen, weil das, was gerade passiert, ist wirklich herzzerreißend. Wir sind im engen Kontakt mit den lokalen Promotern von den Konzerten und wie gesagt, hoffen echt, dass wir eine Lösung für auch die Fans hinbekommen, nachdem hoffentlich so bald wie möglich etwas Diplomatisches hinbekommen wird. Und da drücken wir natürlich alle die Daumen, aber es sieht momentan nicht so gut aus, genau, muss man ehrlich sagen. Es müssen erstmal andere Dinge gelöst werden, darauf hoffen natürlich alle. Aber du hast sie schon da und du hast gesagt, du kannst das total spontan, was dir jetzt in dieser, in dieser Situation... Favorite classical composer. Ich liebe ja deine ganzen Filmmusiken, die du teilweise spielst. Okay, Filmmusik. Sag mal irgendwas. Oh Gott, das ist so... Im schlimmsten Fall hilft so immer Johann Sebastian Bach. Haben wir vorher schon drüber gesprochen. Nee, oder irgendwelches... Pirates of the Caribbean, solltet ihr doch ein bisschen was sagen, oder? War nicht Film, aber ich dachte, es ist lustig. Auf jeden Fall, das sind Dinge, die man in dieser Zeit ganz dringend braucht. Ich danke dir sehr, David. Und genau, was wir noch sagen können, wer noch mehr machen möchte, ist natürlich cool. An diesem Buch, es gibt immer einen Barcode am Ende jedes Kapitels. QR-Codes gibt es und QR-Codes. Für mich war es einfach unglaublich spannend, das auch ein bisschen zu visualisieren, mein Leben. Und da meine Mutter und mein Papa natürlich auch über die Zeit alles aufgenommen haben, alles unveröffentlichte Videos, Bilder, Tonaufnahme, super spannend. Natürlich immer ans Kapitel an. Hier gerade spontan mal eingefunden, ist eigentlich ein sehr cooles Add-on heutzutage. Finde ich auch. In einem Buch, ja. Macht das ganze Buch lebendig. Wenn ihr wüsstet. Vielen Dank, David Garrett, danke für den dir, Besuch Julia. In der Abendschau. Danke.